Ich hoffe, dass wir in den letzten 3 Abenden, für die, die immer da waren, ich irgendwie klar machen konnte, warum wir in den Konflikt treten. Das heißt, warum streiten wir überhaupt, wenn uns Streiten so schlecht tut? Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass in unserem Geist an der Basis des Selbstverständnisses, das er hat über sich selbst, er etwas über sich selbst denkt, was völlig absurd, völlig irrealistisch und gegen den menschlichen Verstand ist. Würdet ihr denken, dass ein Mensch behaupten würde, er sei Gott, dass er bei Vernunft ist? Ja oder nein? Nein. Aber wissen Sie, dass wir das alle denken? In unserem Selbstverständnis von uns selbst, in dem sogenannten Unbekannten unseres Geistes, denkt jeder Mensch, er ist Gott. Und da er diesen Grundgedanken über sich selbst hat, ist es klar, dass er reagiert, wie er reagiert. Er muss dann den Anspruch haben, dass der Ehepartner ihm gehört, weil er ist ja Gott, also gehört er ihm als Besitztum. Er muss Anspruch haben, dass das Kind ihm gehört, weil er ist ja der Besitzer des Kindes, er hat es sozusagen gemacht, also gehört es ihm. So. Wir würden nie versuchen, über andere zu herrschen, würden wir nicht denken, wir sind klüger wie die anderen, oder? Und da wir denken, wir sind klüger und wissen es besser, müssen wir über andere bestimmen und ihnen den Weg zeigen. So, das Schlimmste im Menschen ist das Selbstverständnis, was er hat in seinem Geist. Und es ist ihm so schwer, klar zu machen, außer an der Krankheit, wo der Körper krank wird, da kann man zeigen, dass der Geist in sich selbst voller Widersprüche ist. Einerseits sagt er, ich hab und ich kann, andererseits kann er nicht und hat nichts und ist ein Bettler. So, jeder Mensch, der auf diese Welt kommt und dieses Verständnis hat in ihm selbst von dieser Idee, ist widersprüchlich in sich selbst. Es gibt keine Gradlinigkeit in so einem Menschen. Er meint mal etwas hier und dann später in einer anderen Situation dreht er es wieder um und er merkt nicht mal, dass er sich selber widerspricht. Wir haben die Fälle gesehen, wie die Mutter sich täuscht, wenn ihr Kind nicht wohlgeht, dass es ihr dann auch schlecht geht und sie will es beherrschen. Wir haben gesehen, wie die Tochter an der Mutter zwar hängt, aber nicht leiden kann, dass die Mutter sie bestimmen will. Weil man hat jeder in uns das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstverwaltung, wenn man das so ausdrücken will. Wir haben gesehen, dass diese Frau von gestern Abend, deren Mann sich in ihre beste Freundin verliebt und die zwei ein Techtelmechtel haben, dass die Frau, die hier so genannt denkt, sie ist die Geschädigte, weil sie denkt, die zwei tun mir einen Schaden an. Weil sie nehmen mir weg meinen Besitz, sie greifen ein in mein Leben und ich muss jetzt etwas tun, um dagegen anzukämpfen. Und das Resultat ist, dass die Frau, die kämpft, krank wird. Und wir haben gesehen, sie wird krank, weil sie etwas denkt,
was nicht stimmen kann. So hat sie denn in der Realität einen Schaden, wenn die zwei was Falsches tun? Oder hat sie keinen Schaden? Sie sehen, wie, wenn wir uns alle in ihre Stelle tun, würden wir alle sagen, ja, die zwei machen ihr einen Schaden. Welchen denn? Welchen Schaden? Auf welcher Ebene? Auf welcher Ebene verliert sie was? Sie verliert auf der Geistesebene. Weil konnte sie leben, bevor sie ihn hatte? Ja. So, das heißt, ihr Leben dürfte nicht daran hängen. Dürfte nicht daran hängen, ja? Und, aber hier sehen Sie das, sie denkt, ihr Leben hängt an ihrem Mann. Und so muss sie ja für ihr Leben oder ihr Inhalt im Leben für die Liebe kämpfen. Das ist eine reine geistige Sache. So, die Frau hat einen körperlichen Schaden. Sie wird krank, depressiv. Das ist ein körperlicher Schaden. In ihrem Zentrum ihres Gehirns findet ein Wechsel statt der Hormone. Sie fühlt sich nicht mehr wohl, weil ihr Geist denkt, ihr Mann ist ihr jetzt verloren gegangen, weil sie denkt, er gehört zu mir. Und glauben Sie mir, wenn sie könnte und die Macht hätte, würde sie ihren Mann das Schräubchen drehen? Würde sie? Ohne mit der Wimper zu zucken, würde sie ihn genauestens dahin stellen, wo er hinzustellen ist. Gut oder nicht gut? Gut, dass es nicht geht. Gut, dass wir keinen Zugang haben zum Geist des Menschen, ein Schräubchen zu drehen. Weil dann wären wir ja alle irgendeines Sklaven. Irgendjemand könnte an uns rumschrauben. Und das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und ich bin so froh, dass es nicht geht. Stellen Sie sich vor, jemand könnte an mir rumschrauben. Ja, ich, es wär schlimm. Ja, das, dann wäre meine Freiheit, meine Würde, nicht mehr gegeben. Dann wäre ich ein Objekt der Sklaverei. Ich erzähle noch eine Geschichte über eine Mutter, die ist 70, 72, traf sie auch in diesem Jahr. Und sie hatte einen Konflikt mit ihrer 48-jährigen Tochter, weil sie den falschen Freund hatte. Die Tochter hatte mit 20, 23 geheiratet, hat selber dann 3 Kinder bekommen. Aber der Mann verließ sie dann vor, weiß nicht, 14 Jahren. Und dann hat sie die Töchter alleine erziehen müssen. Und jetzt nach so langer Zeit des Erziehens der Töchter sehnt die Frau sich natürlich nach einer Beziehung, sie ist ja 48, und so sucht sie halt einen Mann aus, der noch da ist, der schon zweimal verheiratet war, der zweimal von seiner Frau verlassen wurde, und die Mutter ist ganz außer sich und möchte die Tochter davor schützen. Sie ist Christin, sie redet mit dem Pastor, sie redet mit jedem, den sie kann, um ihre Tochter zu schützen, dass sie das zweite Mal den Falschen heiratet. Eine liebende Mutter. Absolut. Und sie kam zu mir und ich habe sie richtig lieben und schätzen gelernt, diese Mutter. Und ich stellte ihr die Frage so im Gespräch: Könnten Sie die Macht haben,
für eine Stunde Gott zu sein, würden Sie dann Ihre Tochter so einstellen, dass sie den Freund Schluss macht? Und sie hat ja gesagt. Aber dann saß sie bei meinem Vortrag und irgendeine Geschichte, die ich erzählt hatte, am anderen Tag kam sie zu mir und sagte, ich habe was verstanden. Wir müssen verstehen, unsere Gewalttätigkeit um des guten Willens, um des Guten des Anderen, ist falsch. Aber sie ist so schlau gemacht. Die Mutter sieht nicht, dass sie Gott spielt. Sieht sie es? Sie, Gott sei Dank, hat sie die Macht nicht, aber sie würde sie gern haben. Um zu verhindern den Verlust ihrer Tochter, welches ist wessen Verlust? Ihr eigener. Also muss sie Sturm fahren, weil sie betrügt sich. Sie muss den Verlust verhindern. Sie kann nicht anders, aber ihre Tochter gehört nicht ihr. Sie kann ihrer Tochter einen Rat geben, aber was wäre denn mehr Liebe? Jemand zu zwingen oder jemand zu sagen, naja, du darfst den zweiten Fehler im Leben machen? Oder? Welche Mutter kann das? Wir nennen das ja Liebe, wenn wir dem anderen die Freiheit wegnehmen, oder? Aber das ist weit weg von Liebe. Weil wie viele Fehler erlaubt uns Gott zu tun im Leben? So, alle Fehler, die wir brauchen, ganz genau. So, da ist kein Engel, der dir über die Finger haut und sagt, das darfst du nicht tun. Da wird keine Macht ausgeübt, um das Böse zu verhindern. Das gibt es nicht. Wenn der Mensch es nicht in seinem Verstand versteht und tun will, gibt es keine Macht der Welt, die ihn zwingt, das Gute zu tun oder zwingen kann, das Gute zu tun. Unser böses Auge, das wir geerbt haben, seitdem unsere Väter auf den Teufel, die Schlange hörten, betrügt uns mit der Idee, wir sind Gott und wir müssen jetzt für Ordnung sorgen. Für das Gute. Ich habe vor Jahren festgestellt, ich wäre der beste Diktator. Der Liebste. Oh, alle unsere Kinder hätten genau so sein müssen, wie das richtig ist. Ja, alles hätte so funktionieren. Ich habe eines Tages gebetet, dass Gott doch das Flugzeug umdreht in der Luft, wo die Tochter drin saß, weil sie weg wollte von dem Ort, wo sie studierte. Und ich ging an dem Morgen zu Gott, weil das Flugzeug doch nicht umgekehrt war. Es landete in Frankfurt, es kam von Calgary aus Kanada, wo die Tochter auf die Schule ging. Und ich ging zu Gott am Morgen und war nicht glücklich. Und dann kam der Gedanke so, wenn du könntest, müssten alle so tun, wie du willst. Und ich musste erkennen, könnte stimmen. Könnte stimmen. Und ich habe an dem Morgen ein großes Aha-Erlebnis gehabt, dass ich, oh, es wäre nicht gut mit der Welt, wenn ich an dem Ruder dieser Welt wäre. Jeder müsste das Gute mit Gewalt tun, ob er will oder nicht. So, das müssen wir verstehen. Unsere Konflikte entstehen aus diesem blinden Auge, wo wir uns unbewusst über die anderen erheben als Besserwisser, als Maßstab und als Rechthaber. Das ist die eine Seite. Aber wir wollen heute noch mal eine andere Seite betrachten. Und das ist, was machen wir mit Menschen, die uns falsch beschuldigen? Wie müssen wir da umgehen? Ist das etwas, was vorkommen kann?
Ja oder nicht? Ja. So, kann uns jemand, wenn er uns falsch beschuldigt, einen Schaden machen? Jemand hat aufgepasst. Sehen wir es so? Können wir es so sehen? Können wir es? Weiß nicht, war letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Ihr wisst ja, im Internet kann man die Ärzte bewerten. Ja. Und mein Sohn schickte mir eine Bewertung, die er geguckt hat. Das kann ja jeder einschauen, welche Bewertung man abgibt. Und er schickte sie mir nicht, weil es eine gute Bewertung war. Und ich sah die Bewertung, sie war nicht lange. Und sie störte mich. Und ich versuchte dann dem Tag natürlich zu arbeiten. Man sagt es, man weiß, das ist zu deinem Besten, alles klar. Aber am anderen Morgen, als ich im Wald bin und mit Gott spreche, merke ich, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Diese Bewertung dieser 27-jährigen Frau brachte meinen Geist völlig durcheinander. Und ich rang, ich wusste, ich bin falsch, aber ich konnte mir irgendwie nicht helfen. Und dann der zweite Tag, dasselbe. Der dritte Tag, dasselbe. Der Körper bekam an, krank zu werden. Und mir wurde klar, irgendetwas, ich muss etwas tun, um diese Sache zu beenden. Ich muss aus der Gefangenschaft raus. Und ich suchte natürlich zuerst nach meinem Fehler, den ich getan habe, dass überhaupt jemand eine negative Bewertung macht. Nun macht jemand eine negative Bewertung über mich und sie stimmt nicht, dann habe ich vielleicht nicht so ein großes Problem. Aber wenn ich irgendwo erkenne, dass ich irgendwo beteiligt bin, dass ich den Patienten eventuell zu nahe getreten bin, ihr wisst ja, wenn man zum Heilungsarzt kommt, erwartet man nicht ein psychologisches Gespräch. Oder? Erwartet man, dass man gerade so sagt, okay, und wie geht es Ihrer Mutter? Ja, ich weiß nicht, ob ich das gefragt habe, aber verstehen Sie, das sind Fragen. Und oder frage ich, ja, wie viele Kinder haben Sie? Oder, und dann bist man Heilungsarzt und er fragt nach Kindern. Was hat das damit zu tun? Aber ich mache ja eine ganze Anamnese. Ich versuche alles schön zu haben. Aber irgendwo in dem Gespräch, wir hatten sicher ein gutes Gespräch miteinander, muss ich eine gewisse Grenze übertreten haben, wo ich den anderen provoziert habe. Wisst ihr, nur Götter provozieren. Ja, wenn man denkt, man ist kluger, dann muss man dem anderen irgendwo zeigen, man weiß es besser. Und ich habe mich geprüft und ich glaube, ich habe gefunden, wo ich den Respekt, verstehen Sie, wenn Sie Recht haben, müssen Sie das auch irgendwie klar machen, oder? Und Sie wollen zwar das mit dem Guten tun, aber irgendwo tun Sie es mit einem Schub von ein bisschen Gewalt. Das spürt der andere. Er hat ja auch so ein sensibles Auge. Ja? Er merkt das sofort. Sie verstehen ja am Ton schon. Ja? Und so habe ich das analysiert. Aber was mich am Text, ich habe mir dann einen Text angeguckt, okay, ich muss den Text analysieren. So, was stört mich an der ganzen Sache? Und dann habe ich einige gefunden, Sachen, die mich stören. Weil ihr wisst, wenn jemand denkt, man tritt ihm zu nahe, was muss er tun? Er muss sich wehren. Und so habe ich das gesehen, obwohl sie in vielem gut geschrieben hat, sage ich mal.
Aber sie hat so in einer, ich sage jetzt mal, so habe ich es empfunden, erniedrigenden Art und Weise gesagt, der Hobbypsychologe. Und ich mache ja keine Therapien. Ja, also ich mache keine Psychotherapien, ich rede nur mit Menschen. Ich berate, ich bin kein Therapeut in dem Sinne. Ja, davon distanziere ich mich. Ich will nicht dem Psychologen seine Arbeit nehmen. Ich berate nur die Dinge als Arzt, wie das Ding funktionieren soll. Ich sage nur hier so, der Körper ist krank, da gibt es ein Problem, das ist im Geist. So, das tue ich. Und ich habe aber aus dieser Bewertung sehr viel gelernt. Sie kommt mir in Erinnerung, wenn auch immer, diese Art und Typus von Patient ich habe. Und da sage ich, okay, es muss eine Methode geben, dass ich einem Menschen helfe, entgegen seiner Unkenntnis und seiner Blindheit, sage ich mal, aber ohne, dass ich ihm in seinem Bereich der Würde zu nahe trete, es sei denn, er macht mir die Tür auf. Ja, und da gibt es wirklich Menschen, die sind sehr schnell offen und man kann wunderbar reden. Und es gibt andere, die scheinen offen zu sein, aber dann kommt man an eine gewisse Grenze. Und die spüre ich, die spüren wir alle. Und dann denkt man, aha, hier muss ich durch. Und hier stehe ich jetzt draußen. Nicht um der Bewertung willen, sondern weil ich keine Fehler machen möchte. Aber eins ist sicher, mein Geist dachte, dass durch die Bewertung mir ein Schaden entstünde. Die Wahrheit ist, durch die Bewertung ist mir viel Gewinn geworden. Weil ich habe an etwas gearbeitet, nicht an der Bewertung selbst, die hat mich am Anfang geblendet, ganz klar. So, man würde am liebsten sie löschen. Ja, man würde am liebsten die Patientin, man erinnert sich ja noch an sie, da hat man zunächst ja, nicht die sympathischsten Gedanken und Gefühle dagegen. Aber zum Glück gibt es Gott, der mir ein bisschen hilft. Nicht nur ein bisschen, aber der da ist und sagt, okay, Junge, wir müssen an dir was ändern. Ja, hier muss etwas geändert werden in deiner Sicht, weil es ist nur geschrieben worden, damit du etwas lernst und einen Gewinn davon hast. Deshalb gibt es ja den wunderbaren Text in der Bibel, alle Dinge sind zum Besten denen, die Gott lieben. Aber ich sage Ihnen, in der Praxis selbst, da kannst du diesen Text haben, wie viel du willst. In der Praxis selbst, da kannst du, da weißt du nicht, wie sollst du jetzt einbauen? Weil es scheint doch alles gegen dich zu sein. So, können uns schlechte Bewertungen schaden, außer wir lernen daraus was Gutes? Nun, wenn Menschen über uns schimpfen, dann dürfen sie es tun. Und wir können es zulassen, ohne uns zu rechtfertigen zu müssen. Ja, ohne uns rechtfertigen zu müssen. Jeder darf zu Unrecht beschuldigt werden. Und sogar, sagt Jesus in der Bergpredigt, seid fröhlich, wenn das geschieht, wenn sie lügen. Wenn es stimmt, dann ist nicht gut, kann man nicht fröhlich sein, dann muss man was ändern. Aber wenn wir erkennen, dass in dem Ganzen pure Lüge ist, können wir ruhig sitzen bleiben, wir müssen uns nie rechtfertigen. Auf Anschuldigungen möchte ich nie eingehen. Null. Fragen beantworte ich. Anschuldigungen dürfen kommen. Aber jetzt haben wir eine andere Situation und die ist ein bisschen tiefergehend. Ich habe dieses Jahr
eine 41-jährige Patientin getroffen, die unterschiedliche körperliche Krankheiten hatte. Unter anderem war sie seit 17 Jahren verheiratet und hatte noch nie eine Freude an der Intimität erlebt. So, sie wollte Kinder und bekam keine. Was war ihre Not? Als sie 9 Jahre alt war, hat sie irgendeinen Mann auf der Straße ins Auto gelockt und hat sie dann körperlich missbraucht, ihr Schmerzen zugefügt und dann hat er gesagt, er lässt sie am Leben, aber sie darf niemandem nichts sagen. Und so überlebt sie das Ereignis. Das war, als sie 9 war und jetzt ist sie 41. Als sie mir das Ereignis erklärte, dann flossen ihr die Tränen und sie war tief gerührt. Sie hatte sich vorgenommen, nach diesem Ereignis sich immer so zu kleiden, dass sie nicht attraktiv ist für einen Mann. Dass nie mehr einer auf die Idee kommt, sie als Lustobjekt zu benutzen. Aber sie ist ja verheiratet, seit 17 Jahren. Hat sie das Ereignis richtig gespeichert oder falsch? Ist ein körperlicher Missbrauch, ob er nur sexuell ist oder geschlagen oder gewürgt, ein Verlust, ein persönlicher Verlust, ein Schaden oder nicht? Nun, die Saat ist grausam, ganz klar. Aber leidet sie unter dem Schaden, das der Bösewicht getan hat, oder leidet ihr Körper jetzt 32 Jahre lang unter der Bewertung des Geistes gegenüber dem Ereignis? Was hemmt ihren Körper in der Intimität? Weil es ist ja nicht der Körper, es ist ja letztendlich der Geist, der dort eine Störung geschaffen hat. Es ist mehr als nur das, aber dieses Ereignis, ist es in ihrem Leben gespeichert unter große Schaden, kleine Schaden oder kein persönlicher Schaden? So, es ist also gespeichert unter großem persönlichem Schaden. Warum? Ja, aber wenn uns Gewalt angetan wird, wie viel Zeit braucht es zum Heilen? Wie viel? Nach dem Schaden, aber 32 Jahre lang? Nein. So, der Körper kann geschädigt werden und er hat ein Reparatursystem, so nenne ich das, was man heute so Immunsystem nennt, Reparatursystem, das ist der bessere Name dieses Systems, und der repariert den Schaden. Die Wunden, die der Mann ihr angetan hat, sind längst vorbei. Was schadet ihr? Das, was sie hier oben denkt. Und sie ist ja kein Einzelfall. Ja, immer mehr passiert, weil wir denken, und das ist wiederum ein Gedanke von diesem Auge, wem gehört der Körper? Wem gehört der Körper? Mir. Das heißt, er ist mein Besitz. Und wenn mein Körper missbraucht wird, dann werde
Ich oder mein Besitz missbraucht. Also muss ich es als einen persönlichen Verlust ist. Ein Verlust ist es. Verlust ist das, ganz klar. Aber er würde nicht schaden, wäre es nicht mein persönlicher Verlust. Verstehen Sie das? Man sagt ja, der Teufel steckt im Detail. Die Sache ist am kleinen Zünglein. Dort steckt der Fehler, den wir haben. Dass ein Verlust ist, klar. Aber was sie krank macht, was sie macht, dass sie mit ihrem Mann nicht wirklich leben kann, was sie macht, dass sie gehemmt ist mit der Außenwelt, ist nicht die Tat des Täters, sondern ihre eigene geistige Einstellung zu der Tat. Könnte sie auch eine andere haben? Sie könnte eine richtige haben, die ihren Körper nicht quält, die nicht dazu führen würde, dass sie ein Ereignis, das vor 32 Jahren passierte, sie heute noch in negative Weise bestimmt. Gibt es da eine Kur? Gibt es da eine Heilmittel in der Welt? Gibt es für diese Frau eine Lösung? Kann sie je frei sein wieder? So wie wenn das Ereignis nicht stattgefunden hätte. Könnte sie wieder denken in ihrem Geist das Richtige und nicht das Falsche? Leicht oder schwer? Schwer, aber ja. So, wie? Ich will noch einen Konflikt und dann gehen wir zur Lösung der Konflikte. Und da ist der Gewissenskonflikt. Zwei Fälle. Eine 47-jährige Frau kommt zu mir mit Ohrbeschwerden seit einem Jahr, im rechten Ohr. Und ich betrachte das Ganze und ich frage nicht nur nach dem Ohr, sondern auch nach den sonstigen Beschwerden. Und sie sagte mir, ja, die Krankheit oder die Beschwerden am Ohr fingen an zu kommen, als sie die Therapie an der linken Brust hatte. Sie hatte ein Jahr zuvor Brustkrebs diagnostiziert bekommen, links, und sie hat operiert, bestrahlt, Chemotherapie, und dann bekam sie die Ohren- und Nasenbeschwerden auf der anderen Seite. So, der weiß ein bisschen, wie der Mensch aufgebaut ist, der versteht, dass das ein großer Zusammenhang ist zwischen dem rechten Ohr und der linken Brust. Er weiß, wie die Dinge laufen, wie die Anatomie kennt. Und so war für mich klar, hier wird nur ein Symptom verlagert. Man weiß ja nicht, woher der Brustkrebs kommt, weiß man? Kann das ein Arzt sagen? Nein. So, also können wir nur das Ding abradieren, wir können es wegmachen, aber wir können nicht den Grund dafür erledigen. Aber der Grund dafür muss doch irgendwo sein, oder nicht? Und wo müssen wir suchen? Es muss ein persönlicher Verlust sein. Ein kleiner oder ein großer? Ein großer Verlust. Also müssen wir ihn suchen. Und so kommt sie zur Beratung und sie erzählt mir die Geschichte. Aber in dem, was sie mir erzählt, finden wir nichts, was die Krankheit erklärt. Aber ich weiß, vor nichts kann nichts kommen. Ich muss den Grund finden. Und so stelle ich dann eine gezielte Frage.
Und ich frage, ob sie schon mal ein Kind verloren hätte oder abgetrieben. Und dann sagt sie mir, oder bevor sie antwortet, antwortet der Mann und er stöhnt ganz stark und sagt, es war eine schreckliche Zeit. Und sie erzählt die Geschichte, dass sie vor 23 Jahren schwanger wurde. Das dritte Mal. Sie wollten kein Kind mehr. Und so entscheiden sie sich. Ein Kind zu viel ist Verlust. So müssen sie das vermeiden. So entscheiden sie sich zur Abtreibung. Aber nach der Abtreibung, nach 6 Monaten, stellt sie fest, sie ist immer noch schwanger. Und man findet im Ultraschall ein 6 Monate altes Baby, das aber ein paar Gliedmassen weniger hat. Man hat bei der Curettage nur den einen Zwilling entfernt und noch ein paar Gliedmassen von dem anderen mitgenommen. Keine schöne Geschichte, ist das? Aber jetzt muss die Mutter und der Vater entscheiden, was machen wir mit diesem 6 Monate alten Kind? Lassen wir es am Leben? Wisst ihr, bei 6 Monaten ist der Mensch völlig da. Ist ganz. Ja, so er. Nur noch wachsen muss er. Und was entscheiden sich die Eltern? Sie versuchen natürlich, was zu vermeiden. Ein Verlust, und so entscheidet man manchmal nicht sehr klug. Und so haben sie sich entschieden zur Abtreibung. So. Was glauben Sie, konnte die Mutter das Ereignis je vergessen? Warum kann sie es nicht vergessen? Ja, sie hat tiefe Gewissensbisse, weil im Geist, versuche ich das immer wieder zu erklären, haben wir feste Bedürfnisse. Und sicherlich kann man die mit der Zeit, nicht die Bedürfnisse, aber die Art und Weise, wie wir sie befriedigen, da können wir uns im Geist betrügen. Aber es ist trotzdem ein Betrug, es funktioniert nicht. Man kann sich soweit nicht betrügen, wenn man weiß, man hat was Schlechtes getan. Und man kommt darüber nicht mehr hinweg. Wissen Sie, Menschen, nicht jede Frau ist so, aber fast jede Frau, wenn sie ein Kind verliert, dann geht das Kind mit ihr mit all die Jahre. Und sie rechnet, wie alt es ist und so weiter und wie es heißen würde. Und so, da spricht sie nicht vielleicht davon, aber es ist in ihrem Geist, in ihrem Kopf drin. So. Sie lebt also in einem starken Gewissenskonflikt. Sie hat nämlich, was denkt sie? Sie denkt, sie hat ihre 2 Kinder getötet. Warum macht es Krebs? Wo ist der Gedankenfehler? Im Gewissenskonflikt. Doch, Sie haben ja jetzt das Modell. Wir können es. Sie hat einen größten persönlichen Verlust durch wessen Tat? Sie denkt durch ihre eigene Tat. Ich gebe noch ein anderes Beispiel, vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt, weil es schon ein bisschen älter. All solche Sachen sind ziemlich einmalig. Ich traf eine Patientin, die hatte starke Rückenschmerzen, war am Rücken operiert, mit vielen Schwierigkeiten. Und das Ganze ging in ihr linkes Bein. Und sie erzählte mir, dass sie vor 17 Jahren ihren Vater umgebracht hätte. Und seit 4 Jahren ist sie Christin. Sag ich, wunderbar. Und dann frage ich sie, wie häufig bitten Sie Gott, dass er Ihnen diese Tat
verzeiht. Was sagt sie? Jeden Tag. Richtig oder falsch? Wie viel würden wir bitten? So, einmal. So, das heißt, wie kommt diese Frau aus ihrer Not raus? Kann sie sich beim Vater entschuldigen, dass sie das getan hat? Nein. So denkt sie, sie hat keine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Wo ist der Fehlgedanke? Wo ist das, was krank macht? Sie sehen, wir haben ein Gewissen. Aber das Gewissen ist nicht das Falsche, sondern wie sie jetzt die Information benutzt. Sie denkt, sie hat sich durch das Töten des Vaters einen persönlichen Verlust gemacht. Weil wem gehört der Vater? Ihr gehört der Vater. Also kann sie aus dem Verlust hier wieder rauskommen? Wenn sie ihren eigenen Vater umgebracht hat, dann bleibt sie im persönlichen Verlust durch ihre eigene Tat. Also ist sie schachmatt gelegt, um sich selbst zu zerstören. Gewissensbisse, Gewissenskonflikte sind eine der tödlichsten Gedanken, weil sie treffen nicht einmal auf das, was andere mir angetan haben, sondern auf das, was ich anderen angetan habe. Und ich denke aber nicht an den anderen, sondern ich denke, ich habe den Schaden mir gemacht und nicht anderen. Weil ich denke, der Vater ist mein, weil ich denke, das Kind ist mein. Ja, ihr werdet sehen, die Gewissenskonflikte sind ganz schlaue Gedanken. Die nehmen etwas Gutes, nehmen eine Teilwahrheit und verdrehen es durch dieses Auge in eine komplette Lüge. Und man kann es nicht erkennen. Sicherlich die Schuld, aber die Schuld ist ja, weil ich denke, ich habe einen Verlust mir persönlich gemacht. Ja? Ganz klar, habe ich was Falsches getan. Ich habe einen Verlust gemacht. Aber wem? Habe ich mir einen Verlust gemacht? Oder nicht mir? Ja, so, ihr seht, die Sache liegt nicht so sehr an der Oberfläche. So, ich muss deshalb verstehen, die Besitzverhältnisse. Muss ich sie verstehen? Muss ich verstehen, wer wem gehört? Ja oder nein? Absolut. Wenn ich die Besitzverhältnisse nicht kläre, komme ich massiv, massiv in eine Not. Machen wir keine Fehler? Wissen Sie, in der Bergpredigt steht, dass wir jemanden schon umgebracht haben, wenn wir zornig auf ihn geworden sind. Es reicht doch aus, oder nicht? Weil wenn wir die Chance hätten, würden wir... Oder nicht? Wie viel hast du auf der Kerbe? Wie viele Menschen? Wie viel? Ich möchte sie nicht zählen können. Weil... Ja... Wenn du es in so einer großen Tat tust, dann ist es ziemlich offensichtlich. Aber jeder, der über den anderen dominiert und ihm ein böses Wort sagt, macht sich schuldig. Er macht einen Verlust. Es ist nur die Frage, wem? Wem mache ich den Verlust? Weil mit dem habe ich dann ein Problem, oder nicht? So. Deshalb muss ich die Frage
nach dem Besitz unbedingt klären und ich muss die Frage nach der Beziehung, was bringt mir der Vater? Wozu brauche ich ihn? Ja, und ihr werdet sehen, man braucht den Vater nicht zum Bügeln und zum Waschen, sondern dass er einen vielleicht unterhält, finanziell oder irgendetwas. Und dann denkt man, man hat sich jetzt ein eigenes Tor geschossen, weil man hat das, was einem vielleicht den Gewinn gebracht hätte, nicht mehr. Da geht es nicht um den Vater, sondern um wen? Nur um mich. So, das sind Gewissensbisse, die können nicht göttlichen Ursprungs sein, die können nicht helfen, die zerstören, die machen fertig, die zerstören dieses, ja, sage ich, empfindliche Gewebe des Körpers. So, ich muss die Wahrheit verstehen, wie wir Menschen gebaut sind. Ich muss verstehen, dass ich nie etwas habe und besitze. Dann rechnet schon mein Computer, mein Geist anders. Völlig anders. Und ich muss verstehen, dass ich nicht die Liebe herstelle und nicht aus einer Beziehung von einem Menschen leben kann. Ich muss verstehen, dass ich als Mensch weder etwas besitze, noch etwas herstellen kann. Und bei der Herstellung geht es letztendlich um die geistigen Dinge, um die Liebe, um die Gerechtigkeit, die wir alle von den anderen erwarten, dass sie uns gegeben werden. So, das Ganze habe ich auf den anderen DVDs erklärt. Das heißt, ich muss verstehen, wie viel bin ich Gott? Gar nicht. So, würde man das löschen, dann käme etwas anders raus. Was käme raus? Was wäre die Grundidee des Geistes über sich selbst? Ich bin ein Geschöpf. Die schwerste Erkenntnis, die der Mensch über sich selbst haben kann. Im Unterbewusstsein. Die schwerste. Er mag es in seinem Äußeren erkennen, aber in seinem Innersten kommt das erst zum Tragen, wenn er provoziert wird. Und wenn er dann handelt wie etwas, was gemacht wurde, das sich nicht selbst gemacht hat, das nicht aus sich selbst heraus etwas tun kann, sondern das völlig klar ist, es ist ein Geschöpf und als Geschöpf startet es bei wie viel? Bei null. Deshalb muss es als Geschöpf zuerst nehmen, bevor es geben kann. Ihr wisst ja, dass der Unterschied zwischen Gott und allen anderen Geschöpfen, die einen Geist haben, welcher ist? Wollen wir den mal kurz, ich habe den bestimmt schon letztes Mal oder irgendwann mal erklärt. Wiederholen ist ja gut. So. Hier haben wir Gott. Und hier haben wir den Geist des Menschen. Was unterscheidet sie voneinander? Gott ist Geist, der Geist des Menschen ist ein Geist. Was unterscheidet sie voneinander? Ganz einfach, Gott hat nur einen Ausgang. Er ist nur geben. Er muss nie nehmen. Er lebt aus sich selbst. Alles, Gott hat keine Bedürfnisse. Null. Er ist, ja,
die Quelle aller Stärke, aller Kraft. Gott hat keine Bedürfnisse. Er ist nur geben. Braucht er was zurück? Nein. So, wie ist der Geist des Menschen? Er muss zuerst nehmen. Wissen Sie, man kann dem Geist nichts reinschütten. Er muss es selber tun. In Magen kann man was reinschütten. Er macht dann und nimmt es auf. Aber in Geist können Sie nicht reinschütten. Der muss sich alles selber nehmen. Und er muss was tun mit dem, was er nimmt? Verarbeiten und geben. So, der Geist des Menschen ist also kein Gott, weil er kann aus sich selbst wie viel heraustun? Nichts. Er muss zuerst eine Information nehmen, die verarbeitet er zwar, und er muss weitergeben. Und wenn er nimmt, füttert er sich selbst. Und wenn er gibt, füttert er den Körper. Ja, sein Geben beeinflusst direkt die Funktion des Körpers. Jetzt denkt aber der Geist, der ist Gott. Also wo fängt er an mit seiner Tätigkeit? Mit dem Geben, automatisch. Er kann doch nicht mit Nehmen anfangen, wenn er Gott ist. Ja, so er fängt an mit Geben, aber dann erkennt er hat doch nichts. Also muss er anfangen zu betteln, bitte lieb mich, bitte gib mir was. Weil er gibt, um zu bekommen. Er gibt ja nicht umsonst. Würde er hier geben am Schluss sein, dann wäre er ja frei. Weil hier ist geben am Schluss. Nehmen, um zu geben. So, wir sehen, wie verzweckt diese eine Idee ist, die alles durcheinander bringt im Leben des Menschen. So, er gibt zuerst, weil er denkt, oh, ich gehe auf dich zu, ich investiere in dich, ich gib alles, aber nicht umsonst. Ich will mehr zurück, nicht weniger. Keiner geht in eine Beziehung hinein, wenn er nicht mehr zurückkriegt. Wir alle suchen uns die Partner aus, die uns mehr Gewinn bringen, wie wir ihnen geben könnten. Das ist genauso wie bei der Jacke, die ich gestern Abend beschrieben habe. Ja? So, umso teurer sie ist und so billiger das Angebot, umso eher die Versuchung, sie zu kaufen. So, wir lieben unsere Partner, umso kostbarer sie uns sind. Das heißt, je mehr Gewinn wir durch sie haben, weil wir etwas von ihnen bekommen wollen. Nicht, weil wir geben wollen umsonst. Nein, nein. Gibt keiner was umsonst. Mit diesem Herzen. Mit diesem Herzen ist geben umsonst. Weil ich habe es ja vorher genommen. Ja, ich lebe durch das Geben. Ich habe nicht dann die Freude, wenn ich Geld von der Bank hole, sondern dann, wenn ich es ausgeben kann für Jacken oder für was auch immer. So, das heißt, die Freude ist immer beim Geben. Immer beim Geben. Ja? So, was ist der Verlust dann? Was ist der Verlust? Das ist die Definition des Verlustes. Wenn Geben Gewinn ist, dann ist es behalten oder das, was man aufgenommen hat, nicht geben. Das heißt, ich nehme das Gute und ich halte es für mich. Ja? Und damit ist natürlich die Sache, damit habe ich Verlust. Dieses ist die absolute Wahrheit über den Geist des Menschen, wie er im Innersten ist und wie er funktioniert. Er muss immer zuerst das, was er gibt, zuvor genommen haben. Wenn jemand denkt, er gibt etwas von sich selbst, dann hat er sich schon
getäuscht. Er hat den ersten Prozess nicht gesehen, was er tut. Deshalb kann man das sehr schön an den Beziehungen erkennen. Ja? Schauen Sie, die Beziehungen sind das Schicksal des Menschen. Ja? Ganz klar. Weil dort ist unsere Liebesnot, kommt sie zum Erfüllen. Dort muss sie erfüllt werden. Und dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lebe von der Beziehung oder in der Beziehung. Sagen Sie mir, ist Ihre Mutter, leben Sie mit Ihrer Mutter in einer Von-Beziehung oder einer In-Beziehung? Haben Sie es verstanden? So, dass die Von-Beziehung, wovon ist sie charakterisiert? Was stellt sie dar? Warum habe ich sie? Die Von-Beziehung. Zu welchem Zweck habe ich sie? Bitte? Ja, um zu nehmen von ihr. Ja? Die Von-Beziehung habe ich, um zu nehmen. Da bin ich in der Beziehung, um zu, ja, es zu holen. Ja? Das ist die Von-Beziehung. Und sie ist physiologisch in der Kindheit, wenn das Kind von der Mutter zieht. Weil es hat ja nichts anderes. Das Kind braucht den Geist der Mutter, um sich von der Mutters Geist zu ernähren. Ja? Deshalb kann man am Kind immer sehen, dass es von der Mutter ist. Ja. Und das kann man lachen drüber, aber das ist purer Ernst. Ja? So, gibt es zuerst? Das Kind hat mir bewiesen, es gibt nie zuerst. Es muss zuerst nehmen. Deshalb hängt das Kind ja auch so an der Mutter. Nur die Problematik ist die, dass wir, je älter wir werden, nicht nur die Mutter hier zum Nehmen haben, sondern da kommt der Vater dazu, da kommt die Schwester, der Bruder und da kommt der Mann, die Frau, der Hund, die Katze und alle unsere Beziehungen sind mit dem blinden Auge, die wir haben mit unseren Mitmenschen, eine Von-Beziehung. Deshalb sind wir ja so kaputt, wenn die Beziehung zu Ende ist. Deshalb sind sie so fertig, wenn die Beziehung kaputt geht. Wir haben Von-Beziehungen. Warum haben wir sie? Weil der Geist Gott ist? Haben wir die Von-Beziehungen, weil der Geist Gott ist oder weil er nicht Gott ist? Wir haben die Von-Beziehungen, die beweisen, dass der Geist weit entfernt ist, Gott zu sein. Weil der Beweis ist, dass er von jemandem, der ein Mensch ist, sich bedient. Von dem anderen lebt. Und ich habe den Terminus vielleicht schon mal benutzt, den geistigen Kannibalismus. Ja, wir essen uns auf. Deshalb heiraten wir. Deshalb, ja, das ist unser unbewusstes Handeln des Nehmens. Unsere Von-Beziehungen mit Menschen beweisen, dass wir bei weitem nicht das sind, was wir denken über uns in unserem Herzen. Sie zeigen uns, dass wir von jemand anders leben, dass wir gar nicht können, ohne von jemand anders zu leben. Geht gar nicht. So, deshalb hat diese Beziehung ihre Berechtigung, die Von-Beziehung. Sie hat ihre Berechtigung und wir werden sehen, sie muss erfüllt werden, weil ich muss irgendwoher nehmen. Die Frage ist, wie ist die In-Beziehung? Was tue ich dort? In der Beziehung gebe ich. Das sollten alle unsere Beziehungen sein mit den Mitmenschen.
Mitmenschen, Tiere und das Umfeld. Das sollte es sein, die Inbeziehung. Aber woher nehmen wir, wenn wir mit den Menschen eine Inbeziehung haben müssen? Wir brauchen da ja irgendwoher was zu nehmen. Und da bleibt hier nur eine berechtigte Beziehung, um zu nehmen. Und das ist Gott, weil nur er hat das, was der Geist braucht. Die absolute Gerechtigkeit, die absolute Wahrheit, die absolute Freiheit. Aber das ist natürlich für einen, der Gott sich denkt, leicht oder schwer? Sehr schwer. Ja, das Schwerste für den Menschen ist zu erkennen, dass er ein Geschöpf ist. Weil da müsste er ja zum Schöpfer gehen und sagen, na, ich brauche ein paar Dinge von dir. Möchte sie abholen. Du hast sie mir ja zur Verfügung gestellt und er stellt uns sie alle zur Verfügung. Ich nehme sie, damit ich was tue? Um zu geben. Da füttern wir den Geist und damit füttern wir den Körper. So, wir brauchen beide Beziehungen. Aber jetzt kommt unser blindes Auge. Und was macht es mit dieser Ordnung? Es verdreht es. Wir machen anstelle, dass wir mit unseren Mitmenschen ihnen geben und in einer freien Beziehung leben, machen wir aus unseren Mitmenschen eine gottähnliche Beziehung. Und sie sind unsere letztendliche Liebesquellen, damit sind sie unsere Nahrung, unsere Götter. Würde der Mensch aus sich selbst die Liebe holen können und leben können, dann bräuchte er einen anderen Menschen nicht, um von ihm zu nehmen. Ein Gott nimmt nicht, weil er braucht nichts. Aber ein Geschöpf muss nehmen, hat gar keine andere Wahl. So, wie können wir dazu kommen, dass wir das nicht nur im Kopf erkennen, sondern auch in unseren Herzen, das heißt in der Tiefe unseres Unterbewusstseins verändert wird? Schauen Sie, wir können uns alle vornehmen, heute nach Hause gehen und sagen, ab sofort habe ich mit dir nur eine Inbeziehung. Wäre doch super, oder? Nur noch eine Inbeziehung. Ich bin nur noch für dich da. Das ist die Inbeziehung. Ja? Das ist von meiner geistigen Haltung bin ich nur noch für dich da. Ich brauche dich, um dir was zu geben. Aber ich brauche dich für mich nicht. Ich liebe dich einfach, umsonst. Wäre das nicht super? Wie würde das, wenn jeder es täte, wie würde das das Verhältnis verändern? Würde das super sein? Würde es sein oder nicht? So, wäre es gut, wenn der andere es machen würde? Wer muss zuerst tun? Ich muss es mir erstmal vornehmen. Aber die Frage ist, wie komme ich dahin? Weil ich habe es mir ja, ich habe es ja erzählt, schon immer vorgenommen oder ich versuche es zu praktizieren, dass ich mit meiner Frau in einer Innenbeziehung lebe. Aber es ist noch nicht völlig ausgereift, die Innenbeziehung. Weil mein Geist sich immer noch verirrt. Ja, in der Art und Weise meiner Frau. Ja, und sie als, ja, wie soll ich sagen, als von nimmt. Ja, als von nimmt. Aber ich gebe nicht auf, okay? Eines Tages bin ich fest überzeugt, habe ich nur noch eine Inbeziehung mit allen Menschen. Aber es fängt in der Familie an. Ja? Wenn ich mit meiner Frau eine Inbeziehung haben kann, dann kann ich mit wie vielen Menschen eine Inbeziehung haben? Wahrscheinlich mit
allen Menschen, weil das ist ja die nächste, die allerengste Beziehung, mit der der Mensch ein Leben, ja, lang nachdem er geheiratet hat, geht. Ja, wenn ich von der Mutter nicht mehr nehme, sondern die Mutter ist nur noch eine In-Beziehung, ich bin nur noch für sie da. Und wenn sie mich braucht und mit meinem Geist, weiß ich, ich für sie, sie nicht für mich. Ja, ich habe das mit meinen Patienten, ich habe das erkannt vor etwa 7 Jahren, ja, 2007 habe ich erkannt, ich bin für die Patienten da, die Patienten nicht für mich. Ich brauche die Patienten nicht als Arzt. Richtig oder falsch? Und ich habe mir das klar vorgenommen, habe gesagt, ich bin für die Patienten da. Und dann sanken meine Einnahmenszahlen. Und plötzlich merkte ich, das ist ein Irrtum. Ich bin immer noch von meinen Patienten abhängig. Ja, ich muss feststellen, dass mein Geist noch nicht ganz klar sieht. Vor ein paar Monaten, als die Patientenzahl wieder sich ein bisschen gesunken hatte, machte sich mein Geist Sorgen. Und wenn er sich Sorgen macht, was bedeutet das? Von oder in? Von. Hochgefährlich. Und ich habe mir wieder gesagt, das muss weg. Und eines Tages wird es noch weniger sein und ich werde sagen, wunderbar. Ich brauche den Patienten nicht. Der Patient braucht nur mich. Und glauben Sie mir, es gibt genug auf dieser Welt. So. Oder? So, aber jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir dahin, dass wir dieses blinde Auge, wie kommen wir dahin, dass wir das blinde Auge loskriegen? Es ist in unserem Herzen, in unserem Unterbewusstsein und wir haben dazu keinen Zugang. Ich kann es in meinem Bewusstsein erkennen. Ich kann erkennen, dass ich völlig falsch liege und bin völlig unfähig, es zu tun. Wisst ihr? Und gäbe es dafür keine Lösung, wären wir völlig aufgeschmissen. Ich bin ja sozusagen als Kind mit der Bibel aufgewachsen. Und es gibt einen Abschnitt, der Römerbrief, der christlich ist, der weiß, der Römerbrief macht vielen Theologen Kopfzerbrechen. Dabei ist er so einfach, wenn man ihn praktisch sieht. Da gibt es im Zentrum des Römerbriefes das Kapitel 7. Dort wird eine Situation beschrieben, wo der Mensch erkennt, dass er das Gute tun will, aber er macht das Böse. Er sagt, in meinem Verstand will ich das Gute tun, aber wenn ich in der Situation bin, tue ich das Böse. Und er schreit am Ende aus und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann beschreibt er in Kapitel 8 die Lösung. Schauen Sie uns, gucken wir nochmal den Fall an. Dieser Fall hat mir Römer 7 erklärt. Sagen Sie mir, wer macht Sie krank? Er sagt dort in Römer 7, das Gesetz, das was uns gegeben wurde zum Leben, ist uns zum Tode geworden. So, was ist das Gesetz des Lebens, damit unser Körper funktioniert? Sagen Sie es. Wir haben es gesehen, es ist Lieben. Es steht Liebe deinen Nächsten wer kann es nicht mehr? So, die Frau kann ihre zwei Nächsten
nicht mehr lieben wie sich selbst. Warum nicht? Weil die tun ja nicht das Richtige. Ja, und so bricht sie ein Gesetz. Ja, sie bricht das Gesetz des Lebens und sie kann nicht mehr oder hat sie eine Wahl zu können? Sie hat keine Wahl zu können. Sie kann nicht mehr das Gesetz erfüllen, das ihr zum Leben gegeben ist, weil sie jetzt in einer Irrtum ihres Geistes geblockt ist, das zu tun, weil sie liebt ja nach Bewertung, ob der Nächste es wert ist oder nicht. So, sie braucht was für ihr Leben? Damit sie sich nicht mehr zerstört? Welche Fähigkeit braucht sie? Sie braucht eine andere Sicht, um was zu können? Um zu lieben zu können. Weil du kannst nicht das lieben, was dir Verlust bringt, was dir persönlichen Verlust bringt. Da kannst du machen, was du willst. Kopfstand, Zungenstand, Handstand. Es funktioniert nichts. Du kannst machen, was du willst. Du kannst nicht lieben jemanden, der dir einen großen persönlichen Verlust gemacht hat. Da kannst du dich anstrengen und kannst, ja, da kann man machen, was man will. So, deshalb muss der Mensch eine andere Sicht bekommen, die ihn befähigt, die zwei Bösewichte gern zu haben. Aber wir nehmen die missbrauchte Frau. Sie braucht eine Sicht, die es möglich macht, was zu tun. Den Bösewichten, den sie vor 32 Jahren missbraucht hat, was zu tun? Gern zu haben wie sich selbst. Oh, das können wir schon nicht mehr, oder? Schon ein bisschen zu viel. Aber wisst ihr, der Körper entschuldigt keinen. Da kann man machen, was man will. Wir können im Geist sagen, das geht nicht. Nein, nein. Der Körper macht dich kaputt. Das heißt, er beweist, dass das Gesetz nicht veränderbar ist. Und es muss erfüllt werden. Aber jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr fähig, es zu tun. Jetzt muss ich eine Umwandlung bekommen von diesem Auge zum richtigen Auge. Und wenn ich dieses richtige Auge habe, dann wie würde das richtige Auge die Dinge sehen? Würde das richtige Auge die Dinge sehen? Was ist das Ergebnis, wenn ich richtig die Situation analysiere mit durch die Wahrheit? Die zwei, sagen Sie es, die zwei lieben Menschen, die zwei lieben Menschen machen was? Machen sich einen großen Schaden. Was die glauben, ist egal. Das wäre die richtige Sicht. So, wenn also der Geist von ihr erkennen würde, durch das richtige Auge, wer hat den Schaden? Die anderen? Was wäre die Folge? Wenn jemand sich selbst einen Schaden tut, den man lieb hat, wie reagiert man dem gegenüber? Mit Mitleid und mit Liebe. Man will ihm helfen,
aus dem Schaden rauszukommen. So, die Folge wäre Mitleid, nicht wahr? Und führt Mitleid zur Aggressivität? Zum Zorn? Zum Konflikt? Nein, Mitleid klopft an und sagt, kann ich dir vielleicht helfen? Bitte? Ja. Wenn es mir um den anderen geht und ich aus Liebe handle, dann werde ich keine Gewalt anwenden, weil ich kann diese Liebe nur aus einer einzigen Quelle haben, die nämlich nie Gewalt anwendet, um den anderen zu zwingen, das Richtige zu tun. So, wir Menschen brauchen eine Änderung unserer Sichtweise. Und die Frage ist, wie kann der Mensch dahin kommen? Kann er sich diese Sichtweise denn alleine geben und daraus herauskommen? Der Apostel Paulus sagt im Römer 8, nachdem er schreit, ich elender Mensch, wer kann mich erretten von dem Leibe dieses Todes, sagt er, ich danke Gott, dass es einen Weg gibt. Und er war derjenige, der diesen Weg am deutlichsten und am häufigsten im Neuen Testament beschreibt. Er war der eifrigste, diese Lösung den Menschen zu bringen, weil er gesehen hat, es ist die einzige Lösung. Deshalb geht er und schreibt an die Korinther und sagt, ich bin nicht gekommen, euch mit klugen Worten etwas zu erzählen, sondern ich bin gekommen, um euch eine Botschaft zu bringen, und das ist Christus und er als gekreuzigt. Und das mag ein bisschen Theologie sein, aber wir wollen das in die pure Praxis holen. So, das Kreuz ist die Lösung für das blinde Auge und das Bekommen des guten Auges. Ich kenne keine andere Lösung und ich erkläre sie hier. Christus lebte vor dem Kreuz und er kam auf diese Welt mit wie vielen Augen? Er kam mit 2 Augen auf diese Welt. Er erbte von der Maria das Blinde und von seinem Vater das Gute. Und er wandte in seinem ganzen Leben nur das wahre Auge an. Er sagt von sich, ich kann aus mir selbst nicht tun. Alles, was ich tue, tue ich aus dem Vater. Er war sich immer bewusst seines Geschöpfseins als Mensch. So, Christus kommt ans Kreuz. Er stirbt und er steht auf. Mit wie vielen Augen? Ja, mit einem. Er ist hier eine neue Kreatur, sagt die Schrift. Und hier hat er nur noch ein Auge und er geht als hoher Priester. Und dann kommt er eines Tages als König. So, der einzige Ort, wo ich frei werden kann von meinem blinden Auge und ein neues kriegen kann, ist an dieser Stelle
der Begegnung. Deshalb ist ja im Zentrum des Christentums was? Das Kreuz. Nur haben wir es nicht verstanden. Ich auch jahrelang nicht, wie es praktisch funktioniert. So, das bin ich. Wie viele Augen habe ich bei meiner Geburt? Nein. Ich habe nur das blinde Auge. Versteht ihr, warum? Ich habe nur das blinde Auge. Mein Leben ist voller Wellen, voller böser Taten. Ja? Und fragen Sie meine Frau, sie hat, wie wird sie denn sagen? So, und die Kinder. So, mein Leben ist nicht ein gutes Leben, weil mein blindes Auge macht mich, dass mein Leben in Wellen mit vielen Sünden, mit vielen Fehlern tut. Christus hat das blinde Auge nie benutzt, er hat nie gesündigt, er hat also ein völlig glattes Leben. So, und jetzt am Kreuz passiert etwas, was wir leider noch nicht ganz so gut verstanden haben und vielleicht werden wir es noch lange studieren. Aber wofür wirklich verstanden habe, bringt es mir die Lösung, so wie es für Paulus die Lösung gebracht hat in Römer 8. Und hier ist ein Austausch. Und der Austausch ist ganz einfach. Ich gehe und werde von Christus übernommen, zusammen mit dem falschen Auge. Und das ist, bin ich mit meinen ganzen Sünden, meinem letzten Leben, meinem ganzen, ja, ich meine letztes, ich habe ja nur eins, aber mit der Vergangenheit. Und er gibt mir anstelle dessen, was ich ihm gebe, sein Leben. Und er bringt mit sich das gute Auge mit. Die Wahrheit. Und damit bin ich am Kreuz mit einer glatten Linie als Mensch völlig sündenfrei, völlig rein und gerecht. So, jetzt erkläre ich das ein bisschen in heutigem Deutsch. Machen wir es praktisch. Fangen wir mit der Frau an, die Gewissensbisse hat, dass sie ihre Kinder getötet hat. Und der Frau, die ihren Mann getötet hat. Wenn sie zu Christus kommt am Kreuz, nehmen wir an, das ist heute. Und vor Jahren haben sie beide getötet. Was passiert im Austausch? Wenn heute der Mörder von gestern zum Kreuz kommt, wer hat gestern getötet? Kann man das ausdrücken? Geht das über unsere Lippen oder ist das schwer zu sagen? So, er übernimmt das, was ich gestern getan habe. Damit habe ich wie viele Morde begangen im Leben? Null. Gutes Geschenk? Verdient? Wären wir Christen nicht andere Menschen, würden wir das glauben? Wären wir andere Menschen? Bin ich 100% überzeugt. Nur dieser erste Schritt, er ist nicht der entscheidendste, aber dieser eine Schritt würde unser Leben schon so massiv verändern, wüssten wir, dass meine Taten von gestern nicht mehr meine Taten sind. Meine ganzen bösen Taten, die ich meiner Frau gegenüber, den Kindern, die dich, was auch immer getan haben, sind nicht mehr mein. Jemand hat sie mir genommen. Natürlich habe ich es ja gegeben, aber alles, was ich Gott gebe, ist nur dieses beschmutzte, dieses schlimme Kleid. So, wir reden ja viel von Vergebung. Ich möchte das noch, wenn ihr mir ein paar Minuten gebt. Was ist Vergebung? Und wir haben ja zwei Etappen, wie Gott vergibt und wie der Mensch vergibt. Ja, so. Gott muss vergeben und der Mensch auch. So, wie vergibt Gott?
Welches ist der Mechanismus der Vergebung Gottes? Für mich ganz einfach. Er nimmt die Tat von mir weg. Ich habe, das ist die Konsequenz davon, ich habe die Tat nicht mehr getan. Wenn ich schuldig bliebe, hätte ich keine Chance. Eine einzige falsche Tat zerstört mein Leben. Das ist die erste Etappe. Aber wissen Sie, das Leben am Kreuz findet noch etwas anders statt. Wir haben jetzt die missbrauchte Frau. Haben euch Menschen schon etwas Falsches angetan? Ja? Man findet so häufig Leute, die sagen, ich kann über diese Tat, wie viel hinweg? Gar nicht mehr hinweg. So, was passiert mit den Taten, die mir meine Frau oder andere angetan haben, wenn ich zum Kreuz komme? Was passiert mit den Dingen? Wenn jetzt ich gestern körperlich missbraucht wurde und ich komme heute zum Kreuz, wer wurde gestern körperlich missbraucht? Oder wessen Körper, besser gesagt? Wer hat jetzt diese Tat übernommen, die an mir geschehen ist? Ja, diese Tat ist jetzt nicht mehr rein rechnerisch an meinem Eigentum, weil ich erkenne, ich bin ja nicht mein Eigentum, sondern es ist an Gottes Eigentum geschehen und er übernimmt auch die Tat, die andere an mir getan haben. Das heißt, wie viele Probleme habe ich noch mit dem Missbraucher meines Körpers vor 32 Jahren? Weil er mir wie viel angetan hat an Verlust? Er hat mir was angetan. Aber wie viel persönlichen Verlust hat er mir gebracht? Keinen. Weil jetzt hat diesen persönlichen Verlust Christus übernommen und er wird sich um das Gericht kümmern. Da folgt danach. Ja, die Taten sind ja nicht weg. Er nimmt sie nur weg von mir. Aber er nimmt das ganze Leben weg. Das, was ich falsch getan habe, das heißt, er vergibt mir, indem er alles wegnimmt, auch das, was andere mir getan haben, so welche Folge ist dann für den Menschen da, wenn mir jemand vor dem Kreuz was angetan hat? Welches ist die Idee, welche ein Mensch verstehen muss, um vergeben zu können? Was wäre die Folge? Was muss ich denken in meinem Innersten gegenüber dem Missbrauch, gegenüber der Tat, die der andere mir getan hat? Was muss ich denken? Ja. Es ist nicht an mir. Geschehen oder nicht an meinem Besitz. Ich habe es zwar miterlebt, aber da ich mir selber jetzt nicht mehr gehöre, ist es nicht mehr auf meinem Konto. Schauen Sie, wenn Menschen vergeben oder verzeihen, ohne zu denken, dass der andere sich den Schaden gemacht hat, vergeben sie nicht. Können gar nicht. Sie können sagen mit Worten, ich verzeihe dir. Aber körperlich bleiben sie krank. Die Depression verschwindet nicht. Wenn die Situation hochkommt, kommt alles wieder hoch, weil sie haben das Ding gespeichert als einen persönlichen Verlust, nicht als einen Verlust, der nicht mehr an ihnen geschehen ist. Das heißt, die Tat gehört mir nicht mehr, weil jetzt hat Jesus sie übernommen. Ich bin
ich bin jetzt völlig frei, weil ich habe jetzt ein Auge bekommen, das sieht die Dinge der Vergangenheit anders. Verstehen Sie, das kann sich kein Mensch geben. Das ist eine einzige Möglichkeit, gibt es für diese, wissen Sie, wie das heißt, was uns dieses Geschenk beschert? Das ist die Folge, aber was müssen wir tun? Glauben. Weil kannst du es nachweisen? Oder kannst du es nicht nachweisen? Ich kann es nur glauben, dass alle meine bösen Taten nicht mehr auf meinem Konto stehen. Ich habe keinen einzigen Beweis dafür. Oh, ich habe, weil ich habe keine Last mehr auf meinem Herzen. Aber beweisen kann ich es mit wie viel? Es ist nur eine Frage des Glaubens. Kann ich beweisen, dass der Missbraucher die Tat nicht an mir getan hat? Nein, aber ich kann glauben, dass mein Heiland die bösen Taten, die mir angenommen, getan wurden, alle auf sich genommen hat und er wird sich um deren Konsequenz kümmern. Deshalb sagt Jesus, der Vater hat mir das Gericht übergeben. Richter ist nur Gott. Jeder, der richtet, macht sich schuldig. Deshalb ist es wichtig, ja, es gibt Bösewichte. Sie haben an uns Böses getan, aber sie haben es letztendlich gegenüber dem getan, der der Besitzer, dessen Eigentum ich bin. Also kann ich Mitleid mit ihnen haben und sagen, oh, ihr habt euch ein großes Schaden zugefügt, indem ihr gegen Gott gehandelt habt. Aber ihr könntet es gut machen. Ja, ihr könntet es wieder heil machen. So, der Glaube ist deshalb so eine Sache nicht für jedermann, weil wir alle wollen für unsere Sünden sühnen. Wisst ihr, als alle Religionen dieser Welt, die mit dem falschen Auge, alle glauben, alle haben diese Idee, sie müssen für ihre Taten selber büßen und sühnen. Und unsere Gewissensbisse sind ein Teil dieses falschen Dinges der Selbstbestrafung. Das ist nicht möglich. Alles, was ich in der Vergangenheit getan habe, alles, was man an mir getan hat, ist nicht mehr löschbar. Es ist geschehen. Die einzige Lösung ist, ich kann es verstehen durch den Glauben, jemand ist gekommen und hat es von mir weggenommen. Und damit kann ich in meinem Geiste frei sein. Wenn wir Christen das verstanden hätten, dann würde die Welt anders aussehen. Aber wie sieht das Leben nach dem Kreuz aus? Wenn hier jemand missbraucht hat, andere Menschen, wird er nach dem Kreuz wieder weiter missbrauchen? Ja oder nein? Nein, wenn er weiter missbraucht, dann gibt es einen Fehler. Dann hat das Kreuz hier keine Kraft. Aber es hat Kraft. Jeder, der hier kommt, wird die Taten, die er davor gemacht hat, die bewussten, ja, nicht mehr tun. Wenn ich hier an dem Tag, wo ich am Kreuz, ich sage jetzt mal, kam und mein Leben austauschte, der Paulus sagt, ja, ich starb und Christus lebte mir. So, an dem Tag, wo ich kam, das war 7. Juni 2003, nahm mir Gott alle meine Süchte, alle Dinge, die ich tat, um meinen Geist zu befriedigen mit Liebe, weg. All das, was falsch war, auf der Suche nach dieser Erfüllung meines Lebens, meiner Bedürfnisse, die falschen Süchte waren weggenommen worden. Aber war ich ein heiliger Mensch nach dem Kreuz? Ja oder nein? Leider nicht. Weil es gibt natürlich einen Weg auch nach dem Kreuz, wo dieses blaue Auge wachsen muss. Das heißt, das Leben, das Jesus in mich kommt, sein neues Leben
ich bekomme ja was dafür. Ja? Ich gebe alles Alte ab und ich bekomme ein sauberes. Sonst wäre es ja kein Austausch. Und jetzt muss er aber in mir wachsen und mich fähig machen, eines Tages nur noch mit dem blauen Auge zu sehen, mit der Wahrheit und nicht mehr mit dem schwarzen Auge. So, das bin ich. Und eines Tages, das ist mein Glaube, der muss, wissen Sie, am Kreuz ist der Glaube klein oder groß? Klein. Und wie verhält er sich mit der Zeit? Er wird immer größer, weil das Problem wird immer größer. Proportional zu der Probleme, die ich sehe in meinem Leben, die erledigt werden müssen, muss auch der Glaube wachsen, dass es möglich ist. Sonst komme ich nicht weiter. So, wie häufig gehe ich am Kreuz? Ich gehe jeden Tag, weil es gibt in meinem Leben Dinge, die noch nicht von dem guten Auge besetzt sind, die, wo ich noch blind bin und blind handle. Aber all das, was ich einmal erkannt habe und umgeändert habe, das lerne ich und das kann ich dann nicht mehr tun. So ist es ein Wachstum. Gott arbeitet an unserem Herzen, damit wir Christen wirklich liebevolle Menschen werden, weil mit der Neugeburt am Kreuz sind wir es noch nicht. Wir fangen erst an, es zu lernen. Deshalb sollte man, je fortgeschrittener man im Christentum ist, was sehen? Immer liebevollere Menschen, die immer ähnlicher werden dieser Liebe, der hundertprozentigen Freiheit und des maximalen Interesses. So, die Konfliktlösung liegt nicht, dass ich in mir etwas verändern kann. Ich muss verstehen, dass mein Fehler in mir von mir selbst nicht verändert werden kann. Ich muss einen Austausch machen, wo Christus in mein Leben kommt. Und ich brauche eine neue Sicht, die Wahrheit in meinem Leben, dass sie dann Schritt für Schritt, Tag für Tag, durch die Schwierigkeiten, die ich gehe, lerne, aus dem Selbstbetrug rauszukommen. So, deshalb tue ich das, was ich vor dem Kreuz habe getan, bewusst nicht mehr. Und hier lerne ich und verlerne ich all die Gewohnheiten, die ich bis dahin gemacht habe. Deshalb, je jünger ein Mensch ist, oder umso jünger ein Mensch ist, der zum Kreuz kommt, umso leichter hat er es nach dem Kreuz, weil er hat weniger Dinge, die er falsch gelernt hat, zu verlernen. Deshalb sagt die Bibel, es ist gut, wenn ein Jüngling in der Jugend den Weg mit Gott geht. Aber wie viele sind das? Nicht sehr viele. Ich wäre froh, ich wäre treu geblieben in meiner Jugend. Ah, dann wäre ich vielleicht, hätte ich andere, könnte ich heute mehr lieben, mit Sicherheit. Aber so bin ich noch nicht vielleicht so weit, wie ich damals wäre. So, wir wollen unsere Konflikte lösen, aber wir brauchen eine Hilfe von außen. Wir brauchen zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Und wenn wir wollen, wir müssen verstehen, der Fehler, den wir tun, ist nicht ein absichtlicher. Er ist, weil wir es nicht besser können. Das bringt uns in die Situation, dass wir sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und ich muss verstehen, ja, es gibt gewisse Verbesserungen, die ein Mensch sich selber zufügen kann. Bis zu einem gewissen Grad können wir die Feinde lieben. Können wir bis zu einem gewissen Grad? Aber wenn sie dich missbrauchen, hört's auf. Wenn sie ein Kind töten, hört's auf. Wenn der Mann fremd geht mit der besten Freundin, dann hört's auf. So, in solchen Situationen sind wir Schachmatt. Deshalb sollten wir verstehen, okay, ich will nicht nur ein Symptom bekämpfen, ich möchte die Dinge richtig sehen. Ich möchte, dass Gott mir beibringt, meinen Nächsten so zu sehen, wie er ihn sieht. Nämlich als irrenden, hilflosen Menschen,
der nicht weiß, wo links und rechts ist. Eines der schwierigsten und schlimmsten Sachen ist, wenn wir dem anderen eine böse Absicht unterstellen. Dann bist du gefangen. Du kannst, wenn man dem anderen eine böse Absicht unterstellt, musst du ihn richten und verdammen und auf ihn losgehen. Wir müssen verstehen, die Menschen tun ihre Fehler. Ich will damit nicht sagen, dass welche es absichtlich tun. Die Menschen tun ihre Fehler, weil sie es meistens nicht besser wissen. Sind meine meisten Patienten. Wenn nicht alle, ja. Wir tun etwas mit bester Absicht, was gegen uns selbst gerichtet ist. Und ich kann niemandem sagen, okay, ich kann dich heilen. Aber ich kann sie alle zu meinem Oberarzt schicken und sagen, ihr müsst nur einverstanden sein, ans Kreuz zu gehen. Und wisst ihr, wie wir unser Einverständnis geben, ans Kreuz zu gehen? Ich musste so gehen, dass ich sage, ich will bei meiner Frau bleiben nach 20 Jahren Ehe und ich wollte weg, ich wollte was Besseres, was ich dachte, mich besser stillen kann in meinen Bedürfnissen. Und ich musste sagen, okay, ich bin verehrt. Ich möchte dennoch die Treue meiner Frau halten, weil Liebe ist auch Treue. Sie mag ihre Sachen haben, wie viel sie haben kann, solange sie nicht fremd geht, solange sie nicht den Ehebund bricht, habe ich kein Recht, mein Wort zu brechen, indem ich mich scheide. Und als ich verstanden habe, okay, die Treue ist eine gute Sache, da hat Gott so gemacht und hat mein Leben verändert. Der Glaube ist nicht, ah ja, ich glaube. Nein, nein. Der Glaube ist, ich muss willig sein, meinen Feind zu lieben. Die Willigkeit bringt mich ans Kreuz. Weil dann sage ich, okay, ich kann es nicht, hilf mir. So, was habe ich dieser Frau empfohlen, dass wir die Geschichte beenden und den Abend beenden? Was habe ich dieser Frau empfohlen in diesem Ehekonflikt? Weil es ist ja eine generelle Geschichte, ein genereller Ansatz. Wie kommt sie von einer Seite zur anderen? Sie ist eine Christin, ja? Und ich habe es ihr klar gemacht, sie muss zuerst verstehen, dass sie im Irrtum ist. Das muss ans Kreuz. Ja, die Fehlsicht muss aus ihrem Leben gestrichen werden und sie muss verstehen, ihr Mann und ihre beste Freundin haben ein großes Problem. Und dieses große Problem ist groß oder klein? Ich sage es groß. Wenn ein Mann so wenig denkt, er hat ja ein Ehrenamt in seiner Kirche, er hat zwei Teenager-Kinder, er hat einen Ruf nach außen und wenn das jetzt herauskommt, was ist damit passiert? Was ist das für eine Folge? Das ist alles, nicht nur sein Ruf, alles. Er geht durchs Leben wie ein Krüppel weiter, sage ich mal. Aber damit er das Risiko eingeht, diesen Verlust einzugehen, muss er ja ziemlich blind sein, oder nicht? Diese Frau, die mit ihren zwei kleinen Kindern, sie ist in ihrer Not so groß, dass sie ihre zwei kleinen Kinder vergisst, dass sie vergisst, dass sie noch einen Mann hat und sie stürzt sich in eine angebliche Seelenverwandtschaft. Das sagte sie mir, ich habe auch mit ihr gesprochen. Und jetzt, ja, aber diese Frau guckt ja nur auf sich mit ihrem Schaden. Aber würde sie die Realität sehen, würde sie sagen, ich mache doch nichts Schlimmes, oder? Ich brauche doch keine Hilfe. Die Hilfe braucht doch mein Mann und meine beste Freundin. Ich sollte doch zu Gott gehen und sagen, wie kann ich denen helfen, dass sie ihre Blindheit doch irgendwie entdecken? Würde sie dann versuchen, mehr intim mit ihm zu sein? Wie würde sie vorgehen?
Wie können Sie nur vorgehen, um einem Blinden die Augen zu öffnen? Wie muss es gehen? Der Mann muss irgendwo klar kriegen, die Konsequenz seines Handelns. Das ist die einzige Möglichkeit, dass er zum... Ja? So, nachdem ich gesagt habe, der Frau, sie soll das Ganze in ihrem Herzen erstmal ändern. Weil sie kann nicht, solange sie versucht, an ihrem Mann rumzudoktern, um ihretwillen, ist es purer Egoismus. Aber wenn sie an die Arbeit geht und sagt, ich muss meinem Mann helfen, dann kostet das auch Schmerzen, wisst ihr das? Und dann kann sie sagen, gut, du darfst diese Freundin machen mit dir, was du willst. Aber ich muss dir meinen Körper verweigern. Weil es ist nicht mehr fair, es ist nicht mehr richtig, dass du diesen Bevorzugung der Ehe Gelübdes mitnimmst, aber in deinem Herzen, in deinem Geist irgendwo anders bist. Du darfst, aber ich muss das tun, dass du erkennst, irgendetwas in dir ist falsch. Und dann muss sie, und sie hat das anderthalb Jahre oder ein Jahr und zwei Monate so zugesehen. Ist das nicht ein bisschen lange? So hätte sie ihre Probleme vorher gelöst, dann hätte sie ihn vor eine Falsch sein können und sagen, schau mein Lieber, du darfst gehen, ich lebe mit dir in einer Beziehung, nicht von deiner Beziehung. Ich bin jung, ich bin 45 Jahre alt, ich kann die Kinder auch weiter erhalten. Wenn du die Schande über dich nehmen willst, dass deine Kinder dich eines Tages hassen und dass die Gemeinschaft auf dich schauen wird und jeder mit dem Finger zeigen und du eines Tages landen wirst in irgendeiner Gosse, weil du gemerkt hast, du hast dich verführen lassen von deinem eigenen blinden Auge, dann, das würde ich dir gerne sparen. Also muss ich dich vor die Wahl treffen, Entscheidung tun. Endgültige Entscheidung. Ich habe ja erzählt, sie hat ihn fünfmal vor die Entscheidung getan und fünfmal hat er gesagt und ist gebrochen. Wie viele Entscheidungen sollen sie noch geben? Wieso bricht er die Entscheidung? Wissen Sie, wieso der Mann die Entscheidung bricht? Er weiß ganz genau, dass sie nicht fähig ist zu brechen. Er fühlt sich sicher. Er sieht nicht, dass er in Gefahr ist, seine Ehe zu verlieren. Und dann, als die Frau ihn auf mein Anraten, nach meinem Rat, die Frau ihn vor die Wahl setzt, wissen Sie, was er sagt? Gib mir 6 Monate. Ja, und er begründet das und sagt, weil der Große das Abitur schaffen soll und erst nach dem Abitur machen wir die Sache weiter. Wir wollen doch jetzt nicht irgendwas aufrühren, das den Kindern schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, sie kann das tun, aber das ist nicht richtig. Es gibt Entscheidungen, die muss man schnell treffen. Und es gibt Entscheidungen, auf die kann man warten, auch 6 Monate. Aber in dieser Sache würde ein Warten das Problem enorm verschlimmern. Also habe ich ihr empfohlen, sie soll ihm maximal 2 oder 3 Tage geben. Und dann muss er schriftlich sagen, wenn sie ihm noch eine Chance geben will, schriftlich sagen, ich verzeihe dir, oder ich nehme, verzeihen tut sie ihm ja egal wie viel, weil tut ja nicht an ihr der Tat, tut sich ja an Gott und an. Ich nehme dich noch einmal zurück und wir starten neu. Aber wenn du noch einmal fällst, ist die Ehe für immer beendet. Ohne, dass es ein Zurück gibt. Dann musst du die Schande auf dich nehmen. Mit allen Konsequenzen deines Handelns. Das kann man nicht tun, wenn man nicht liebt. Das Opfer geht eine Frau nicht ein, wenn sie nicht die Fähigkeit hat, den Mann zu lieben. Das ist eine Liebe, die dem
Fehlenden zeigt, dass er aus der Not herauskommen muss. Das ist kein Sentimentalismus. Und es ist doch gerecht so, oder nicht? Würden wir nicht so sagen? Wer den Schaden tut, muss die Konsequenz dafür tragen. Sonst lernt er nichts, wenn das Kind sich nicht verbrennt, wenn es die Hand auf den Ofen tut, lernt es nicht, dass der Ofen zu heiß ist. Wenn er heiß ist. Wenn der den Schaden tut, nicht erkennt, dass er sich selber Schaden tut, dann wer soll ihm helfen? Und wisst ihr, so eine klare Stellung, so ein freies mit deinem Partner reden und sagen, schau, ich liebe dich von Herzen, mir tut's leid um dich, aber Tat ist Tat. Du darfst Fehler machen und du darfst gehen, aber berechne die Kosten. Für dich, nicht für mich. Ich komme ohne dich super zurecht, weil ich habe einen Gott, ich habe eine Quelle, ich brauche dich für mich nicht. Ich bin nur für dich da. Das wäre doch ein anderes Leben, wäre es? Oder? Ich würde mir es wünschen. Und so hat sie es getan. Und ich habe jetzt lange nichts mehr gehört, so denke ich, ist alles wieder gut geworden. Weil dort, wo konsequent ist, dort gibt es auch klare Regeln. Und dort geht es gut. So, die Liebe hat nicht nur diese amoröse Seite. Sie hilft dem anderen auch, seinen Fehler zu sehen. Nicht mit Gewalt, aber mit klarer Hinweis auf die Konsequenz. Und sie zieht sich zurück. Wenn die Ehe gebrochen ist, dann muss es Folgen dafür haben. Die muss er tragen, nicht sie. Ja, sie kann mitleiden. Aber Mitleid wird ihr keine Depression machen, wird sie nicht zum Verzweifeln bringen, wird sie nicht unfähig machen, in ihrem Geiste in der Nacht zu schlafen und morgens glücklich aufzustehen. Sie wird frei bleiben. So, ich hoffe, dass wir alle, da gäbe es noch viel zu sagen, uns klar sind in unserem Herzen. Wir sind unfähig, aufgrund dieses schlimmen Auges, in der Krise, im Verlust richtig zu handeln. Deshalb muss unser Bestreben sein, uns zu verändern. Bevor wir die Umstände verändern können, müssen wir verändert sein. Sonst werden wir die Umstände immer nur um unser Willen, mit Zorn, mit Gewalt, mit Diskussionen, sie bringen alles nichts. Klare Verhältnisse müssen geschaffen werden. Die Ehe hat Regeln. Wer sie bricht, hat den Schaden. Das Leben hat feste Regeln. Wer sie bricht, der trägt die Konsequenz, damit er eine Chance hat, wieder zurückzukommen. Wir, die meisten Menschen, brechen die Regel aus Ignoranz. Aber unser Körper hilft uns. Und wenn wir eines Tages konfliktfrei sind, sind wir es nur, weil wir ein Auge haben, das uns die Wahrheit über uns selbst sagt. Dann wird unser Körper mit Kraft sprießen, weil wir werden ihn mit einer Liebe füttern. Die haben wir von der Quelle genommen. Aber wir konnten sie von der Quelle nur nehmen, weil wir einen Erlöser angerufen haben, der für uns am Kreuze starb. Und nicht nur am Kreuze starb, sondern im Himmel für uns arbeitet, bis wir eines Tages konfliktfreie Wesen sind. Und die Welt wird an den Christen erkennen, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass er völlige Liebe ist. Und das möchte ich, dass das in meinem Leben passiert. Und das wünsche ich, dass es in Ihrem Leben passiert. Dann werden unsere körperlichen Krankheiten bald immer weniger werden. Und wir werden wachsen in der Liebe.